Ich fange an da mit. Ne? Grappelli, das ist bestimmt ein Begriff für einige Geigenspieler unter den High-End-Liebhaber. Cool. Das ist Jazz des höchsten. Der Superlative. Genau, Maßes. Und das ist eine traditionell ganz berühmte Titel hier. Aus dem Archiv, deswegen Hintergeräusche sind natürlich da. Aber das ist jetzt alles analog aufgenommen gewesen, deswegen ist das natürlich ein bisschen mit Geräuschen dann, ja? Ja, es gibt Leute, die sagen, ah, das darfst du doch nicht machen. Man muss mixieren und ganz leise. Was, mit was? Rausgehen, nicht so abbrechen. Also. Die Leute, die sind gerade eben drin und dann plötzlich, das ist so wie ein Messer in den Rücken. Ja, wir haben keine Zeit. Wollte gerade sagen. Wir stapelweise Musik. Wir wollen. Das soll ja kein halbstündiges YouTube-Video werden. Paar Sachen vorführen, aber nicht langweilig. Genau, 2 Stunden. Guck, das hier zum Beispiel ist auch interessant. Genommene CDs, das ist einfach ein Vergnügen, weißt du, also dass wenn die Leute, die im Studio das aufnehmen, ein bisschen Ahnung von haben, das ist sowas von genial. Deswegen sind die Besten von Besten, also die nehmen natürlich im Studios, da sind Geräte zum einen und zum anderen, da sind die Leute, die auch Ohren haben, ne? Also da kann man nicht meckern, weil man hört manchmal irgendwelche Aufnahmen, wo die taube Leute aufgenommen haben mit schönen Geräten, aber das kannst du nicht hören. Nicht gut gemischt? Absolut. Was heißt dann nicht gut gemischt? Also, dass die Instrumente verschieden zur Geltung kommen, anstatt einen ganzen Klang zu erzeugen, oder was? Das ist einfach ein Brei, weißt du. Und hier, wenn die Leute das richtig machen, das ist absolut differenziert alles. Also, dass du hörst jede Linie, jeden Instrument daraus, ohne mit anderen zu kollidieren, weißt du, das ist einfach genial. Zeig mal Cover auch, was du jetzt... Ah, das kennen wir schon.
große Kisten, die ich gebaut habe. Und ich habe da keine große Hoffnung gehabt, erstmal keine Erfahrung. Zum Zweiten, ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Kisten annähernd gut klingen können im Vergleich zu Flachstrahlern, weißt du? Ja. Natürlich sind Flachstrahler ja, ein bisschen andere Liga, aber was die hier hergeben, das ist einfach genial. Ole hat natürlich mit Kai ordentlich geholfen, oder Ole war mit letzten Schliff dabei, das alles zu optimieren. Ja. Nach seinem Stimulationsprogramm haben wir das jetzt, diese Weichen auch gebaut. Stimulation oder Simulation? Simulation. Ach, Stimulationsprogramm. Ja, Simulant. Aber gut, hat auch stimuliert anscheinend. Diese Kiste. Übrigens hast du gesehen, ja, das ist ein Zarge eines Dualplattenspielers. Sag mal, mach mal Pause sonst, ich kann dich kaum hören. Was sagst du? Diese Kiste oder was? Genau. Diese Weichen, die sind alle untergebracht in eine Zarge von Dualplattenspieler, was ich auf der Straße gefunden habe. Hat jemand weggeschmissen einfach. Schrottsammler. Ja, aber guck mal. Ja, amtlich. So viel habe ich da untergebracht. Also ich mache mal irgendwann mal auf und dann machen wir Fotos davon, damit die Leute sehen, was da drin ist. Ja, das wäre cool. Du hast diese Monoblocks da ganz nah Aufnahmen gemacht. Ja. Das ist PP-Monoblocks mit russischen 6P42S. Das sind die EL519 hier in Europa. Zeilenröhren aus dem Fernseher. Aus dem Röhrenfernseher damals. Klingt sehr lineare Röhre und klingt sehr, sehr unverfälscht. Also ist richtig schön. Aber Mama lässt dich bestimmt nicht hier in ihrem Musikraum nochmal die Hälfte des Raumes belagern. Wo willst du denn damit hin, ey? Ja, müssen wir wahrscheinlich dann einen Abnehmer suchen. Ne? Jemand, der ein Schloss hat und mit einem Saal. Genau, das ist jetzt schon dritte oder vierte Großprojekt. Und langsam wird der Platz ein Familienhaus wird zu klein dafür. Ja. Wenn eine zu Selbstkostenpreis die hier abholt, dann werde ich mich freuen. Ja, aber also wenn verticken, dann willst du nur die Boxen oder auch die Röhren da? Mir geht es momentan natürlich um die Boxen. Obwohl, wenn ihr optisch seht, dass es abgestimmte Geschichte alles gibt. Stimmt, ja, mit dem Rot und so, ne? Genau. Sogar in der gleichen Farbe, in der gleichen Ausführung. Hier mit diesem Buchenholz und hier Buchenholz. Und hier Rot und Schwarz, da ist Rot und Schwarz. Wenn ein ernsthafter Interessent ist, dann kann er auch dann mit Röhrenverstärker haben. Gebe ich an. Ich habe noch keinen Ersatz für mich selbst, weil da sind meine Hauptverstärker, meine eigenen sind da. Ne? Aber von der zeitlichen könnten wir noch mal in Verhandlung kommen. Ne? Sonst baue ich die gleichen noch einmal extra für diese Boxen. Da, ne? Materialien sind alle da. Das kriegen wir alles geregelt, da braucht man noch ein bisschen Zeit. Da, ne? Wenn jemand Platz hätte, weil schön schon im großen Raum solche Dinge aufzustellen. Ne? Und Selbstabholer am besten. Nicht bei Post. Selbstabholer sowieso, das geht nicht anders. 100 Kilo zu viel. Genau, da muss man schon ordentliches großes Auto haben, damit man die nicht beschädigt. Die sind ganz aufwendig lackiert, sehen gut aus, deswegen wird es schade, wenn die Transportschaden bekommen. Detaillierte Projektbeschreibung. Wirst du bestimmt noch mal erstellen. Ich muss nur eben alle Fotos sammeln, weil, wie gesagt, das Ganze oder zum größten Teil ganzen Prozess des Baus nur mit Fotos festgehalten. Warst du nicht da? Ich habe da ein paar Fotos zwischendurch gemacht, aber da war mir auch Zeit fast zu schade. Ja, schade, so. Ne, dass ich nicht gefilmt habe. Aber umfangreich Fotomaterial habe ich nicht, aber man kann alles sehen. Ne?
dass du ein bisschen erzählst, was du wo gemacht hast. Ne? Boxen von innen und Verstärker von innen und Weichen von innen, das kann man alles sehen. Und da sind schon interessante Sachen dabei, werde ich nur eben alle Fotos irgendwie mal zusammen in die Mappe packen und dann kannst du die sortieren. Na gut, dann okay. Verabschiede dich. Genau. Ein Gruß an alle, bis zum nächsten Mal. Ne?